Guten Morgen. Kennt ihr jemand, der krank ist? Der an Krebs leidet oder eine Autoimmunerkrankung hat? Oder vielleicht auch nur eine Grippe? Aber kennt ihr jemand, der krank ist? Oder kanntet ihr jemand, der krank ist? Bestimmt. Das tut jeder von uns. Und dieser Mensch, der krank ist, der hat eine Aufgabe. Nämlich seine Aufgabe, die Krankheit zu besiegen oder damit klarzukommen, sie zu akzeptieren. Die Krankheit betrifft in erster Linie diesen Menschen. Und wir können ihn, so denn wir wollen, unterstützen bei dieser Aufgabe, die er sich stellt. Und da gibt es die Frage, was man tun kann, was man nicht tun kann. Man kann in den meisten Fällen die Krankheit nicht besiegen, also man ist vielleicht Arzt, also Chirurg, der aufgrund seiner handwerklichen Fähigkeiten irgendetwas machen kann, tatsächlich. Eventuell können wir Informationen bereitstellen, aber die Krankheit an sich können wir nicht besiegen. Das muss derjenige schon selber tun, indem er eine Entscheidung trifft, zum Beispiel für eine Ernährungsumstellung, eine Entscheidung für eine Operation oder für eine medikamentöse Behandlung. Das muss derjenige selber machen, das können wir nicht machen. Was man vermeiden sollte, ist, dass man denjenigen das Kämpfen gegen die Krankheit erschwert. Und das macht man dann, wenn man diesen Menschen, der eine Aufgabe hat, noch eine Aufgabe gibt. Nämlich sich um den Menschen zu kümmern, der ausgehend davon, dass zum Beispiel ich jetzt die Krankheit habe, negativ berührt ist und mir das mitteilt, indem er zum Beispiel sich hinstellt und weint oder unzufrieden ist oder in irgendeiner Weise nicht in seiner Mitte ruht, nur weil ich eine Krankheit habe. Und das kostet Energie, weil es eine zweite Aufgabe ist. Und deswegen sollte man, wenn man jemand anders kennt, der eine Krankheit hat, das auf keinen Fall tun. Man sollte ihm nicht zusätzliche Aufgaben geben, indem man selber in irgendeiner Weise ihn damit belastet, dass er eine Krankheit hat und dass man selber vielleicht damit nicht klarkommt. Ja, gerade in besonders extremen Fällen, wie dass man zum Beispiel jetzt nur noch ein halbes Jahr zu leben hat oder generell eine schwere, unheilbare Krankheit hat, dann sollte man diesen Menschen in erster Instanz sollte man einfach versuchen, ihn das zu erleichtern. Oder man geht ihn aus dem Weg, wenn man das nicht kann. Wenn man zu sehr davon belastet ist, dass dieser Mensch, der einem in irgendeiner Weise wichtig ist, weil man ihn braucht oder weil man ihn, ich sag mal, liebt, weil ich nutze das Lieben jetzt in der Form, wie die meisten das gebrauchen, also Liebe im Sinne von einer Bedürfnisbefriedigung, dass man dann eben traurig ist, dass man diesen Menschen nicht mehr hat. Ja, dann sollte man ihn wenigstens aus dem Weg gehen. Idealerweise sollte man einfach ihn versuchen zu unterstützen. Und das kann man vor allem, indem man Verständnis hat auf denkender Ebene. Das heißt, wenn man mit ihm redet, dass man ihm wirklich zuhört und nicht zuhört, um zu antworten, sondern wirklich zuhört, was er zu sagen hat, das akzeptiert, Verständnis dafür hat, wie er denkt, auch wenn es von unserem Denken abweicht. Wenn wir vielleicht ganz andere Dinge tun würden oder wüssten, wie er vielleicht die Krankheit in den Griff bekommen könnte. Aber trotzdem erstmal Verständnis haben für diesen Menschen. Man sollte diesen Menschen, so denn das bei diesem Menschen möglich ist, ihn in den Arm nehmen. Ja? Ihn anlächeln. Und ihnen sagen, dass alles gut ist, wie es ist. Ja? Also nicht in der Form, kommt immer auf den Menschen drauf an, dass man sagt, es ist gut, dass du jetzt krank bist, aber dass die Situation jetzt ist, wie sie ist und dass erstmal jetzt kein Grund gibt, da Panik zu bekommen, weil die Situation ist ja da, sondern dass man versucht, diese Situation in erster Linie erstmal zu akzeptieren. Das kann mit Worten passieren, das kann auch einfach durch seine Aura und durch seine Präsenz kann man das tun. Ne? Aber auf jeden Fall, dass man ihn beruhigt und ihm keine zusätzlichen Aufgaben gibt.
Ja? Und wenn dann die Situation ist, dass man sich halt dafür entschieden hat, diesen Menschen zu helfen, dann kann man, da gibt es zwei Dinge. Entweder man liebt diese Person oder man liebt diese Person nicht. Und jetzt rede ich von der Liebe, von der echten Liebe. Das heißt, Liebe bedeutet, dass man nichts im Gegenzug dazu verlangt, dass wenn man jemandem etwas Gutes tut, oder wenn man jemandem hilft, sondern man hat ein intrinsisches Interesse daran, dass dieser Mensch aufblüht, dass dieser Mensch die Krankheit in dem Fall besiegt. Und wenn das so ist, wenn man ihn wirklich liebt, man nichts dafür verlangt, keine Aufmerksamkeit, keine Dankbarkeit, keine irgendeine Art Verhalten, was der andere dann an den Tag legen muss, weil ich ihm ja helfe, dann kann man ihm einfach helfen. Dann ist das in Ordnung. In den meisten Fällen ist es aber so, dass die Menschen sich ja so lieben, wie die Gesellschaft Liebe bezeichnet. Dass dann eine Liebe ist die andere wert. So ungefähr. Also entweder, dass man mindestens zurückgeliebt wird oder dass man Dankbarkeit erwartet, dass man Aufmerksamkeit erwartet oder was auch immer. Wenn das so ist, dann sollte man das tatsächlich klar formulieren. Für sich selber und eventuell auch für den anderen, je nachdem, wie die Kommunikation zwischen den beiden abläuft. Aber man sollte sich klar machen, dass wenn man jemandem hilft, eine Krankheit zu besiegen, oder generell, wenn man irgendwie jemandem hilft, in dem Fall jetzt nur, weil das heute das Videothema ist, eine Krankheit, dass man das dann klar artikuliert und sagt, ich möchte dafür deine Dankbarkeit, ich möchte dafür deine Aufmerksamkeit, ich helfe dir, möchte aber dafür, dass du das anerkennst, dass ich dir helfe. Das sollte man tatsächlich verbalisieren. Weil wenn man das nicht tut, dann ist es so, dass Unzufriedenheit in einen aufsteigt. Weil der andere vielleicht genug mit sich selber zu tun hat. Weil der in einem halben Jahr stirbt, weil er Bauchspeicheldrüsenkrebs hat. Aber der verdammte Hund gibt mir keine Aufmerksamkeit. Ich helfe ihm doch. Ich mache ihm doch seinen Einkauf und so weiter. Na? Und dann entsteht Unzufriedenheit. Und Unzufriedenheit, diese, ich nenne es einfach mal negative Energie, die wirkt dann natürlich nicht nur auf uns, dass wir unzufrieden sind, was natürlich nicht schön ist, sondern auch auf denjenigen, den wir eigentlich vorgeben zu lieben. Den wir helfen wollen. Das kann ja nicht so sein. Das heißt, wir sollten im Einklang sein. Und wir sollten anerkennen, wenn wir jemanden nur so lieben, wie die Gesellschaft halt Liebe bezeichnet und so weiter, warum man denn heiratet und so, und warum man denn jemanden an sich bindet, ne, weil man ihn braucht. Dazu habe ich ja genug Videos gemacht. Dann sollte man das klar benennen. Und dann kann die Hilfe auch eine fruchtbare Hilfe sein. Nur wenn man jemanden wirklich liebt, bedingungslos liebt, echte Liebe, dann braucht man sich da keine Gedanken zu machen. Und dann sollte man einfach aufpassen, dass man diesen Menschen keine zusätzlichen Aufgaben mit ihm gibt, Aufgaben aufgibt. Meine Message ist also, seid ehrlich mit euch selbst, wenn ihr jemanden helfen wollt, und denkt auch in diesem Zuge danach darüber nach, wie ihr tatsächlich diesen Menschen helfen könnt. Und ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anregungen geben, darüber nachzudenken, und würde mich wie immer freuen, wenn wir in den Kommentaren darüber auch noch heute weitergehend darüber diskutieren können. Und natürlich freue ich mich auch immer wieder, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt und sagt, okay, Christian, das Video hat mich angeregt, das Video war schön. Und dann sehen wir uns morgen wieder oder übermorgen. Bis dann, euer Christian.